Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir stehen hier bei Pilote auf der CMT in Stuttgart und zwar beim A696G, ein TI auf der neuen Weltpremiere Atlas Basis. Und wann sehen wir das? Nach dem Intro. So, gemeinsam werden wir uns das Fahrzeug jetzt mal genauer anschauen. Ich muss mich auch mal inspirieren lassen. Also was mir sofort auffällt, ist dieser Riesenplatz. Ist ja unglaublich. Du hast ja fast eine Riesensofa-Garnitur hier. Also so viele Sitzmöglichkeiten vorne, die hier können 3 Leute sitzen, da können nochmal 2 Leute sitzen. Also im Endeffekt 3, die 2 und nochmal die 2. Also unglaublich viel Platz zum Sitzen und Wohnen. Hier vorne ist ein Skyview. Davor sind noch Ablagemöglichkeiten. Wie schon erwähnt, haben wir die Ford Transit Basis. Das muss ich mir mal ein bisschen heller stellen. Kleinen Moment. Genau, Ford Transit hier, das Fahrzeug. Macht wirklich einen sehr, sehr schönen Eindruck. Pilote hier nochmal eingestickt. Sehr hochwertig. Teilleder auch hier. Ein schön großes Fenster zur linken als auch zur rechten Seite. Und dann schauen wir uns mal das restliche Fahrzeug an. Vorher haben wir hier noch den Tisch. Der lässt sich natürlich auch nochmal ausklappen, sodass man hier eine riesen Tischfläche hat. Wenn man zur Tür reinkommt, gleich zur linken Seite, geradeaus zu, gibt es die große Küche. Einmal natürlich das große Waschbecken und 2 Flammenkocher hier. Dann haben wir hier drüber ein großes Fach, wo ihr diverse Sachen unterkriegt. Hier rechts auch nochmal vielleicht für Gewürze oder irgendwie sowas oder Handtücher, Geschirrtücher und so weiter, was man alles dabei haben muss. Das Fach ist nochmal getrennt mit einem Zwischenboden. Auf der linken Seite sind noch Ablagen für Gewürze zum Beispiel. Dann diese indirekte Beleuchtung, die fällt auch ziemlich auf. Das ist natürlich sehr hübsch gemacht. Auch hier auf der rechten Seite. Man hat sogar nochmal das Logo hier mit reingenommen. Dann haben wir hier einmal für die Bestecke und rechts haben wir noch ein anderes Fach für normale Sachen. Auch hier unter noch Möglichkeiten, um Müll sogar zu trennen. Also gleich 2 Mülleimer. Rechte Seite noch ein komplettes Fach für vielleicht zum Beispiel Töpfe. Direkt neben der Tür auf der rechten Seite haben wir ein großes Fach. Dort passt zum Beispiel hier der Receiver für die Satellitenschüssel zum Beispiel rein. Dann haben wir einen riesen Kühlschrank. Hier Dometic. Einmal ist das Eisfach zu der Seite. Absorber-Kühlschrank ist das übrigens. Zu der Seite aufmachbar als auch zur anderen Seite. Voilà. Da habe ich den nicht richtig eingerastet. Das kann natürlich dann auch passieren. Unten nochmal für Obst und so weiter. Dieser Kühlschrank, der lässt sich nur zur einen Seite aufmachen, aber ihr könnt es, glaube ich, umhängen. Das heißt, dass ihr dementsprechend den zur anderen Seite öffnen lassen könntet. Ja, bei der Eingangstür haben wir noch ein schönes Schuhfach. Gut gelöst. Zack, Schuhe rein, zumachen, fertig ist die Kiste. Schaltzentrale auf der linken Seite. Hier nochmal das Bedienpanel. Ist touchmäßig, also sehr intuitiv und sehr gut gebaut. Modern auf jeden Fall. Nun gehen wir mal in den hinteren Bereich. Auf der rechten Seite, direkt hinter der Küche, haben wir einen riesen abgetrennten Duschbereich mit Duschlamellen hier, um das Wasser natürlich draußen zu lassen. Und genau gegenüber haben wir hier die Badzelle fürs Waschen. Riesengroßen Spiegel. Hier unter haben wir einen großen Schrank, da passt richtig ordentlich was rein. Die Toilette natürlich zur rechten Seite. Hier haben wir für die Papierrolle die Möglichkeit, das Ganze ranzubringen. Und ansonsten auch nochmal Staumöglichkeiten. Also das muss man wirklich sagen, das Bad bietet eine Menge Staumöglichkeiten.
Auch lässt sich in diesem Bereich der Bereich hinten im Bad natürlich abtrennen. Wie man das hier ganz gut sehen kann. Ist mega gut gelöst. Und ja, das Schlafzimmer hinten. Schönes Querbett. Die Bettenmaße blenden wir euch nochmal ein. Wieder die Möglichkeit, einen USB auch zu laden an den Lampen. Oben Ablagemöglichkeit fürs Handy. Hier hinten Staufläche. Und auch zur rechten Seite Staufläche. Und schön gemacht, dass man halt hinten mal rausgucken kann. Vielleicht Natur genießen kann oder wie auch immer, morgens gleich beim Aufstehen. Schöner Blick. Dann haben wir hier noch einen Griff, um ins Bett halt reinzukommen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier noch eine Leiter anzusetzen. Und hier unter haben wir noch ein großes Staufach. Dazu muss ich mal die Kamera noch mal heller machen. So, nun auch mal in das Staufach reingeguckt. Hier unter scheinen noch mal Fächer zu sein. Linke Seite ist das genauso, aber da muss ich jetzt dann doch mal ein bisschen mit Licht arbeiten. So, da seht ihr noch mal ein Staufach. Ich gucke ja immer gerne da mal rein, was ist da eigentlich drin. Man sieht halt noch mal ordentlich Staufächer, so wie Geheimfächer sind das halt. Ich zeige hier auch noch mal rein. Und da drunter kommt halt der Boden des Heckbereiches. Und das gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Leider ist jetzt hier der Ton ausgefallen, deswegen synchronisiere ich das einfach noch mal nach. Wir sind hier hinten im Heckbereich. Das ist der Ladeboden sozusagen. Ihr habt auf der rechten Seite hier noch die Möglichkeit, eine Außendusche zu nutzen. Vielleicht für Hunde. Die Steckdose, die man dort sieht. Auf der linken Seite sind noch Ablagefächer, wo ihr auch gewisse Sachen reinstecken könnt. Also auch ein Schuhzursystem habt ihr dort, wie man das sehen kann. Und in der Mitte des Bereiches gibt es hier noch eine Klappe. Die kann man aufmachen. Das ist im Prinzip, dass man dort vom inneren Raum dann im Prinzip nach draußen rauskommt. Lasst uns das Fahrzeug von außen nochmal wirken. Also es ist ein mega gutes Design, finde ich. Also von hinten sieht der super cool aus. Schön mit diesem Schwarz-Weiß-Möglichkeiten. Dann diese Akzente mit dem Rot hier auch an der Seite. Sehr schick gemacht. An der Seite war noch der Auslass sozusagen für die Heizung. Schauen wir uns das Ganze von vorne an. Der Ford Transit natürlich, der kommt sehr bullig daher mit dem Schriftzug Ford. Ganz cool gemacht. Auch die LED-Tagverlichter, mega schickes Design. Ja, und nochmal von der linken Seite halt das Fahrzeug. Ja, wir sitzen hier im Pilote A696G. So kann ich mir besser merken. Sogar mit Hubbett in dieser Variation. Richtig. Also genügend Schlafplätze. Ich bin vom Bad total begeistert, Stehhöhe, wie gesagt, sehr viele Fenster, 7 Meter ist er lang, ja, größer als manch anderes Wohnmobil, wenn man jetzt den Pepper als Vergleich nimmt. Ne? Ja, also da hast du ja riesig viel Staumöglichkeiten. Ein Raumgefühl, unfassbar. Wenn du anguckst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute passen hier ohne Probleme rein. Das hier kann man Party feiern. Ja, mir gefällt der auch ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen, also das ist schon ein solides Fahrzeug, auf jeden Fall. Ja, also schaut euch das mal an. Es gibt sehr viele Pilote, Handelspartner. Da blenden wir euch gerade ein Bild ein zu. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.